Hallo liebe Campingfreunde, ich bin immer noch bei Sachsen Caravan in Döbeln und jetzt habe ich einen weiteren Teilintegrierten, den C55 von Rapido. Interessantes Fahrzeug, sehr kompakt, hat eine Länge über 6,72 Meter und eine Breite von 2,17 Meter. Ja, das Fahrzeug hat einen Skyroof und eine Höhe von 2,75 Meter, denn auf der Fahrerseite seht ihr die Frischwasserzufuhr. Dann haben wir den Landstromanschluss und da befindet sich die Kassette. Moment, das schließen wir mal auf. So, könnt ihr mal reinschauen. Da wird die Kassette dann ganz einfach entnommen. Und dann kann sie geleert werden. Und wie schön erkennen könnt, haben wir hier eine Truma Dieselheizung verbaut. Das ist der Abgaskamin. Und ja, jetzt kommen wir mal zur Heckgarage. Ja, bietet auch nicht Platz. Sofort sichtbar ist die Bordelektronik. Da haben wir hier die beiden Aufbaubatterien. Dahinter verbirgt sich die Trittstufe zum Bett. Und hier könnt ihr sehen, da baut man mit diesen Teilen ein Bett in der Dinette. Und das reimt sich sogar. Jetzt messe ich euch mal die Garage aus. Unteren Bereich ist jetzt nicht sehr breit, aber zwei Fahrräder passen da rein. Das haben wir 62 cm und im oberen Bereich haben die Lenker gut Platz. Da haben wir fast 1 Meter. Dann können wir noch mal den Durchlass messen. Das sind 74,9 cm in der Breite. Und in der Höhe haben wir 99,9 cm. Also denkt man, 1 Meter ist das. Ja, immerhin Platz für zwei Fahrräder und noch diverse Kleinigkeiten. Im hinteren Bereich haben wir da oben eine Rückfahrkamera und finde ein tolles Design, kantig, schnittig, ja, Geschmackssache. So, auf der Beifahrerseite seht ihr oben das Fenster. Ja, dann gehen wir mal hinein in den C55. Und entdecken wir gleich eine Tür mit Blick nach draußen. Das Fahrzeug ist gerade angekommen. Ihr seht, noch alles schön verpackt. Gerade auf dem Hof gekommen. Im oberen Bereich haben wir ein mittelgroßes Heki mit Beleuchtung. Hier vorne haben wir gleich das Bedienteil. Da haben wir Aufbaubatterie, Fahrzeugbatterie, Abwassertank. Ja, dann haben wir noch diverse Schalter und das CP Plus Bedienteil für die Diesel-Truma-Heizung. Ganz vorne haben wir schöne Ablagefächer. Dann kann man hier das Skyroof nicht verdunkeln, wenn es dann zu hell wird, zu warm. Da noch ein Ablagefach. Das Fahrzeug ist auf Fiat-Basis. Dann haben wir hier eine Leselampe, die haben wir links und rechts. Ja, große Oberschränke. Da wird mal kurz das Maß nehmen. Einmal in der Tiefe, da haben wir 34 cm. Das ist sehr großzügig. Hier nochmal. Lassen sich sehr gut öffnen und schließen. Und hier seht ihr, da wird nachher der Fernseher hingehängt.
hier auch gleich eine Garderobe. Und ja, eigentlich sehr viel Platz. Den Tisch kann man noch ausklappen. Dazu muss man natürlich erst das untere Gestell ausfahren. So, das ist noch vom Transport. So, den Tisch kann man schön hin und her verschieben. Und dann messe ich euch mal die Breite aus. Da haben wir 85 cm und eine Tiefe. Oh, ich komme gar nicht rüber. Haben wir 67,6 cm. Ja, sitze ich ganz ordentlich hier. Ich habe ein bisschen hinten ausgeformt im Rücken, so dass ich doch bequem reisen kann. Des Weiteren haben wir hier unter den Oberschränken noch einen Lautsprecher. Unter dem Tisch, hinten in der Ecke, haben wir noch eine 230 Volt Steckdose. Und wie ihr seht, dieser Sitz ist klappbar. Den kann man dann wieder wegklappen. Und hier ist auch noch mal ein Sitz. Dahinter haben wir gleich einen Feuerlöscher. Den könnt ihr einfach hochklappen. Und dann kann ja die fünfte Person Platz nehmen. Das gefällt mir. Und unter der Dinette finden wir den Frischwassertank mit einer Druckwasserpumpe für genügend Druck auf den Leitungen, um zu duschen oder abzuwaschen. Und wir kommen zur Küche. Was sehen wir denn da? Einen tollen Gasherd. Ja, schick gemacht. Mit Piezzündung. Und daneben ja, eine Abwäsche mit einem riesigen Wasserhahn. Sehr groß. Hier haben wir eine kleine Ablage. Darunter befindet sich ein Lichtschalter, eine 12-Volt-Steckdose und eine 230-Volt-Steckdose. Und wie ihr hier oben schön erkennen könnt, das ist der Ablaufschlauch für den Abzug in der Küche. Ja, das ist ja toll. Daneben nochmal ein großer Oberschrank. Ja, das wird spannend. Hier haben wir einmal einen Kompressorkühlschrank mit Eisfach. Moment, da. Und daneben haben wir, ja, was haben wir denn da? Wow, ein Gasofen. Da kann man seine Pizza machen oder seine Brötchen aufbacken. Sehr, sehr schön. Da drüber ein Riesenauszug. Ja, kann man leider nicht weiter ausziehen. Sehr begrenzt. Ich messe euch mal die Breite. So. Da haben wir 78 cm. Und in der Tiefe, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, haben wir 36,4 cm. Na gut, aber man kommt an allem ran. Ist beim Besteckfach nicht ganz so tragisch. Und was haben wir hier? Einen schmaleren und tieferen Auszug. Den messe ich euch auch mal ganz kurz. So, der hat eine Tiefe von 36,8 cm und eine Breite von 31 cm. Darunter haben wir noch mal einen Auszug, der lässt sich auch nicht voll ausziehen. Der hat eine Breite von 62 cm und eine Tiefe von 37,8 cm. Und auf dem Weg zum Schlafzimmer haben wir noch ein Fach. Da haben wir die ganzen Frischwasserleitungen und den Froschschutzwächter. Ja, hier kommt man sehr gut ran. Da unten seht ihr noch zwei Luftausströme. Ja, die kann man nicht hochnehmen. Und hier haben wir noch eine 230 Volt Steckdose. Wahrscheinlich um den Staubsauger anzuschließen. Ich weiß es nicht. Ja, hier oben haben wir nur das Schlafzimmer. Ja, wir haben nur auf der rechten Seite
einen Oberschrank. Und hinten haben wir drei Oberschränke. Ja, die sind sehr geräumig, sehr groß. Da passt einiges rein. Ja. Und hier hinten ist nochmal der gleiche wie auf der Fahrerseite. So, dann haben wir zwei verschiedene Fenster. Einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Und dahinter haben wir nochmal einen Fernsehanschluss. So, ja, zum Bett. Das kann man ein wenig, wenn man da eine Platte auflegt, ein wenig verbreitern oder vergrößern das Bett. Dann würde das so aussehen, das deute ich euch mal an. Ja, haben wir doch eine ordentliche Liegefläche. Vorderer Bereich ist jetzt dann immer noch offen. Und dann wird nachher diese Leiter da eingehängt. Dann kann man immer noch bequem rein, um zum Beispiel das Enkelkind in der Mitte schlafen zu lassen. Jo. Hier geht es ein bisschen schräge zu. Ich weiß nicht, ob man das so einfangen kann. In der Mitte haben wir eine Länge von ja, 1,80 circa. In der äußeren Ecke haben wir 1,70 und in der inneren Ecke haben wir 1,93. Ja, wenn einer ein bisschen länger ist, müsste seine Füße hier außen halten. Ob das so bequem ist, dann messe ich euch mal die Bettenbreite. Das sind 80 cm. Und wir haben auf der Beifahrerseite ein Bett mit einer Länge von 1,95. Das ist doch wieder okay, weil das Bett ist dann hinten komplett gleich lang. Es ist nur hinten ein wenig konisch zu laufen. Seht ihr das? Ja, unterm Bett ein riesiger Kleiderschrank. Und da seht ihr das Brett, was man zwischen die beiden Betten dann noch schiebt. Und auf der anderen Seite, ja, da haben wir auch noch mal richtig viel Platz. Darunter befindet sich wahrscheinlich die Heizung. So, jetzt kommen wir zum Bad. Im Eingangsbereich haben wir gleich, ja, einen Schirmhalter. Okay, da unten ist gleich noch ein Luftausströmer. Und im Eingangsbereich haben wir mehrere Lichtschalter fürs Bad. Ja, dann wir die Tür aufmachen. Ja, leider kann man sie da nicht festmachen. Aber was ich noch vergessen habe, wir können den hinteren Bereich zumachen. Seht ihr? Dann habt ihr schöne Privatsphäre hinten. Nun zum Bad. Wir haben in der Tür haben wir gleich einen Spiegel. Gegenüber haben wir noch einen Spiegel und wie ihr schon sehen könnt, das ist ein Schwenkbad. Dann haben wir hier für den vorderen Bereich eine Duschabtrennung und da unten die Toilette. Ja, da oben haben wir eine 230 Volt Steckdose. Ein Licht, ein kleines Heki und dann noch mal ein Licht. Ja, ein Waschbecken. Ja, es reicht mal kurz, um seine Hände zu waschen, Zähne zu putzen. Viel mehr aber auch nicht. Und jetzt könnt ihr mal sehen, jetzt wird das einfach geschwenkt. Und jetzt haben wir eine große Dusche. Werde ich mich mal hineinstellen. So, ich bin 1,80 und habe so drei Finger breit nach oben Platz. Wenn ich direkt unter dem Heki stehe, habe ich natürlich viel mehr Platz noch. Ja, und ich kann eigentlich sehr gut duschen. Das mache ich mal hier zu. Ich muss leider die Tür mal noch ein bisschen aufhalten, weil das Fahrzeug nicht ganz gerade steht. So. Das ist die Duschabteilung zur Tür hin. Und ja, ich habe hier hinter
genügend Platz, um zu duschen. Also richtig viel Platz, quer, längs. Längs hat man natürlich am besten Platz. Ja, oh, sogar eine Aussparung hier für die Arme. Ja, zur anderen Seite auch sehr viel Platz und nach vorne unheimlich viel Platz. Jetzt haben wir das Fahrzeug mal komplett angeschaut. Ihr seht hier, da ist noch mal eine kleine Erhöhung zum Sitzen. Bisschen ungewöhnlich gemacht, weil die nicht gleich hoch sind. Tja, dann kommen wir mal zum Preis. Der Rapido C55, Modelljahr 21, hat einen Fahrzeugpreis von 64.960 Euro inklusive der Ausstattung, die ich euch jetzt einblenden werde. Und ja, dann sage ich doch mal auf Wiedersehen und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß auf den Hof von Sachsen Caravan. Hat euch das Video gefallen? Hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Möchtet ihr noch mehr Videos von dem Kanal anschauen? Dann abonniert den Kanal und bitte die Glocke nicht vergessen. Bis bald!